sich rein, aber Deutschland ist die klar bessere Mannschaft. Dallmann, Ball abgefälscht, Nüsken wieder abgefälscht, aber so findet der Ball den Weg über die Linie. Im Ostseestadion, Kulisse ist da. Und sie helfen sich gegenseitig, könnte man in dieser Situation gerade mit Sidney Lohmann sehen. So, und das ist natürlich die Gefahr, die es immer wieder zu minimieren gilt. Puh, wenn der ein bisschen präziser gespielt wird. Nüsken. Nicht ganz abgetroffen, aber immerhin. Das war ein guter Move hier von ihr in den Ball rein. Und dafür ist sie auch da. Rutscht ihr so ein bisschen über den rechten Spann. Fehlpass jetzt und gleich geht es wieder in die andere Richtung. Sarah Debritz, die sich bei Lyon in den letzten Wochen so ein bisschen rangekämpft hat. Zu Beginn der Saison ja oft nur von der Bank gekommen. Tor, Tor Deutschland, Alexandra Popp. Wer sonst, mag man sagen. Hut. Nüsken. Aber das ist gut. Der erste Gedanke ist... Gewinn bietet sich an. Zieht eine Gegenspielerin mit raus. Nüsken. Clara Bühl. So, mal schauen, ob sie jetzt das macht, was du ihr geraten hast, Katrin. Aber dafür war es schon zu weit draußen. Sens! Diese 20.000 hier auf den Sitzplätzen machen jetzt Alarm. Nüsken und da hinten, der Ball geht noch an den Pfosten von Alex Popp. Schauen wir uns nochmal an. Wartet lange, Jürgen Nüsken, keine Abseitsposition, ideales Timing, stellt den Fuß rein, bisschen mehr Druck hinter und noch ein bisschen mehr mit dem Körper rein, dann ist der Ball im Tor. Agieren kann Popp mit Hut. Linda, gute Verlagerung, Spiel breit machen, Lücken reißen, das ist die Aufgabe, Linda. Funktioniert bislang prima das Zusammenspiel mit Bühl dort links. Und auch hier aufmerksam gewinnen. Tick besser zu platzieren. Aber die Energieleistung von Lohmann absolut lobenswert, heraushebenswert. Bühl, kleines Missverständnis, aber das macht überhaupt nichts. 3-0 Deutschland, das ist es hier. Also die ordnende Hand, der ordnende Fuß hier von Nüsken. Dann noch einen kurzen Moment des Zögerns, weil Popp auch zum Ball wollte. Aber offensichtlich dann der Ruf von Clara Bühl. Ich hab ihn, ich nehme ihn, ich hau ihn rein. Weiß man da, was auf einen zukommt. Vor allen Dingen eine Nia Künzer, die ja doch auch viel Ahnung vom Fußball drumherum hat. Und dementsprechend wird das sicher eine schwierige Aufgabe, aber eine lösbare. Wieder der Ball gewinnt. Lohmann, kann sie daraus noch was schaffen? Und wieder was gegen den Ball arbeiten hier von Sarah Linder. Und das ist die Gefahr, die ich beschrieben habe. Wenn es dann mal nicht klappt, ist der Raum im Rücken frei. Aber dann müssen eben die anderen aushelfen. Und das klappt bis hierhin ganz gut. Und das ist auch ein Kompliment an die deutsche Mannschaft, weil sie eben die Räume gut zulaufen, die Passwege zustellen. Also das, was bislang hier... Also das, was bislang hier in dieser ersten Halbzeit von der deutschen Mannschaft geboten wurde, ist
ich will nicht sagen erste Sahne, aber sehr, sehr gut.